Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder der Luke und ich hoffe, es geht euch gut. In diesem Video haben wir einen kleinen Infodrop von DICE. Also sie haben sich logischerweise das Feedback von der Beta angehört und schon einige Dinge geändert. Es hat doch einiges gefehlt in der Beta, was aber jetzt da ist. Also wir gehen mal eben durch die kleinen Clips durch und schauen uns an, was da jetzt neu oder geändert ist. Fangen wir an mit der abgedateten UI. Das User Interface war ja so ein bisschen abgespeckt und irgendwie alles nicht ganz so übersichtlich. Da wurde jetzt so einiges geändert. Wir sehen zum Beispiel die Scores, also die Punkte, die wir bekommen für Kills und Heals und so weiter. Einiges davon hat ja sogar gefehlt und es war so leicht versteckt auf der rechten Seite, irgendwie in so grau gehalten, also man hat es kaum gesehen. Das ist jetzt in die Mitte gewandert und zwar direkt unter das Crosshair und wurde auch farblich so ein bisschen besser gekennzeichnet, dass man die Sachen halt schnell lesen kann und sehen kann, für was man Punkte bekommen hat und welche vor allem, ne? Außerdem sehen wir jetzt auf der rechten Seite, wenn wir getötet wurden, von wem wir getötet worden sind, mit welcher Waffe, sogar mit welchen Attachments der die Waffe bestückt hatte und auch wie viel Health er noch übrig hatte. So, dann rüber zur linken Seite. Da sehen wir jetzt das Kill-Log. Das war ja vorher auch so ein bisschen versteckt und nicht wirklich gut lesbar. Wie gesagt, jetzt auf der linken Seite besser lesbar, auch wieder farblich gekennzeichnet, ob es Freund oder Feind erwischt hat. Und an diesem Platz gibt es auch noch die Nachrichten über den Status von Sektoren, dass sie zum Beispiel gecaptured wurden. Sehr viel besser, das lenkt einen nicht mehr so ab vom Crosshair sozusagen und man kann schnell mal rüber pieken und gucken, was so passiert. Dann zu einer Sache, die wohl ziemlich viele Leute in der Beta genervt hat und das war dieser untransparente fette Balken oben bei wichtigen Nachrichten. Der wurde jetzt auch kleiner gemacht, etwas transparenter, sodass er nicht den ganzen Screen so unschön einnimmt. Trotzdem noch ganz gut lesbar. Sie wollen aber weiter auf Feedback warten und da eventuell noch was ändern, wenn es denn sein muss. Auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Außerdem gibt es jetzt einen ordentlichen Ping, der hoffentlich dann auch funktioniert. Ich hoffe mal, den meisten ist aufgefallen, dass es in der Beta nicht diesen schönen M-Button gab, womit man dann eine große Karte aufrufen kann, um sich zu orientieren bzw. mal die nächsten Schritte zu planen. Es gab das zwar als Keybinding in den Optionen, aber die Funktion war in der Beta abgeschaltet. So eine große Karte gibt es auch in der vollen Version. Juhu! Dann zwei kleinere Sachen noch. Erstens, unten im Screen sieht man jetzt anscheinend den Kompass immer, also der ist immer aktiv. In der Beta war der ja immer nur da, wenn man ADS hat, also reingezoomt hat. Vielleicht ist das eine Option, die man in den Einstellungen einstellen kann, ob es wieder so wie bei der Beta ist oder jetzt permanent aktiv. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn er immer da ist, stört mich nicht und man kann schneller Infos raushauen. Außerdem ist die Selbstheilungsanimation von Maria wohl jetzt sehr viel kürzer, wie wir hier sehen. Des Weiteren, Comoros gibt's jetzt auch. Thank you. Call-ins available. Need backup. Need healing. Need ammo. Sehr wichtig. Change order, also auf welchen Punkt man pushen soll, du und dein Team sozusagen. Need spotting. Need pickup. Dann haben wir noch good work. Copy that. Hold position. Fall back. Cover me. Do not engage. Push forward and follow me. Push forward. Rein, Junge. Für die ganz Gewitzten unter euch habt man noch gesehen, dass hier unten auch die Befehle für unseren Doggo sind. E, da wo er hingehen soll. E plus E, also Doppel-E wahrscheinlich, erfolgt dir. Und E halten, Self-Destruction. Kommen wir zum Plus-System. Das war ja so ein bisschen buggy, hat nicht richtig funktioniert. Bei der AK musste man zum Beispiel sein Loadout bei jedem Respawn neu machen. Hier sehen wir jetzt mal, wie das Ganze so in der vollen Version funktionieren soll. Also wir haben drei Slots, wie wir sehen, und können dann, wie man sich das eigentlich schon vorgestellt hat, zwischen verschiedenen Attachments hin und her wechseln und sich seine drei einteilen, wie man lustig ist. Alles andere ist wie gehabt. Wir suchen uns unser Loadout aus und das geht natürlich auch on the fly, in-game, direkt. Die verschiedenen Attachments muss man sich natürlich erst freispielen. Scopes, Silencer, Läufe etc. Wie das eigentlich in so Shooter-Spielen schon immer war, ne? Und dann kannst du auch schon losballern. Dann bekommen wir noch zu sehen, wie der Start von so einer Runde aussieht. Erstmal haben wir die Player-Cards, die deinen Style so ein bisschen zeigen, ne? Also die kannst du dir dann natürlich customizen, also da picken, was du willst. Da gibt es noch ein bisschen Zeit vor der Runde, in dem man das auch noch ändern kann, seine Zusammenstellung und so. Zum Beispiel, wenn ihr mit Randoms spielt und nicht mit deinem Team. Dann gibt es noch ein bisschen Hintergrundinformation zu der Karte, auf der wir dann spielen. Ne, so ein bisschen Immersion sozusagen. Intelligence has revealed that amid satellite relaunches, the US is placing a prototype weapon into orbit. The launch site is here in French Guiana. Your mission is to breach the facility and do whatever it takes to prevent the Americans from occupying it.
Da kann man sich noch equippen und so weiter und so fort. Ihr seht oben, deploying in so und so viel Seconds. Sowas in der Art kennen wir ja schon aus anderen Shootern. Dann gibt es noch so eine kleine Cutscene. Ich weiß gar nicht, ob man die skippen kann, weil man diese Karte schon 500 Mal gespielt hat. Wäre es ja geil, wenn man die skippen könnte und dann kommen wir reingeflogen. Was mich allerdings echt stark an Cold War erinnert. Und boom, los geht's. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das aussieht, wenn man mit Fahrzeugen spawnt, aber nun gut, so sieht das dann aus, wenn man eine Runde startet. Als Pendant dazu gibt es natürlich auch noch den Endscreen, den es auch noch nicht so wirklich gab. Wir sehen die Punkte von den einzelnen Teams natürlich, was du dazu beigetragen hast. Dann bekommen wir noch zu sehen, was für Leute besonders coole Sachen gemacht haben in der Runde. Also da werdet ihr auch nochmal geehrt, falls ihr dabei seid. Und in guter alter Battlefield-Manier natürlich das beste Squad aus der Runde wird natürlich auch noch geehrt. So wie sich das gehört. Ja, Level Progress, da siehst du dann, was du geschafft hast in der Runde, beziehungsweise deine Ribbons, auch das kennen wir aus alten Teilen. Und wie viel XP du in der Runde verdient hast und auf welchem Level du dich befindest, beziehungsweise auf welches Level du dich zubewegst. Außerdem gibt es jetzt noch ein paar kleinere Informationen, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten will. Und die kommen jetzt. Damit man besonders viele Punkte verdienen kann, gibt es jetzt auch Informationen, wer Heilung, Reparaturen oder auch Resupplies braucht. Außerdem gibt es noch eine Veränderung, was die Health Regeneration angeht. Und zwar dauert es jetzt länger, bis dieser Heilungseffekt einsetzt. Und das soll dazu beitragen, dass man halt mehr mit den Medics zusammenarbeitet. Die Serret Pistol von Maria hat dann auch noch ein paar Änderungen bekommen. Man bekommt also endlich mal Feedback, wann man jemanden erfolgreich geheilt hat. Das war ja irgendwie auch so ein bisschen schwierig in der Beta. Außerdem soll es sehr viel leichter sein, einen Freund mit dieser Pistole auch zu treffen. Das war ja auch so ein bisschen schwierig. Also ich habe auch immer zu den anderen gesagt, bleib mal eben stehen, damit man auch treffen kann. Und zwar ist das jetzt so, dass die Projektile von der Serret Pistol sich ihr Ziel so ein bisschen selber suchen. Also quasi magnetisch sind. Außerdem wurden die Revives sehr viel schneller gemacht. Gut, meine Freunde, das war's. Ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand, was Battlefield 2042 angeht und die Änderungen, die gemacht wurden bis jetzt. Abonnieren und liken nicht vergessen natürlich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal oder bei mir im Stream. Bis dahin, tschüss!